Die Gerüchteküche brodelte in den letzten Tagen um Popstar Ed Sheeran, 27, perfekt gewaltig. Gleich zwei Gerüchte drehten sich dabei um das Thema Hochzeit. Zum einen wurde spekuliert, dass er selbst bereits verheiratet sei und zum anderen, dass er auf der Hochzeit von Prinz Harry, 33, und Meghan Markle, 36, Suits singen würde. Zu beiden hat der Sänger nun Stellung bezogen. Gerücht Nummer 1, er ist schon längst verheiratet. Ende Januar verkündete Sheeran mit einem süßen Schnappschuss bei Instagram, dass er und seine Freundin Sherry Seaborn, 25, sich kurz vor dem Jahreswechsel verlobt haben. Als dann diese Woche an Sheerans linkem Finger bei einem Konzert in Barcelona ein Ring gesichtet wurde, mutmaßten einige Fans, dass das Paar bereits klammheimlich geheiratet habe. Denn im Gegensatz zu Deutschland gehört in England der Ehering an den Ringfinger der linken Hand. Allerdings ist das Quatsch. Das stellte Sheeran auf dem roten Teppich der BRIT Awards klar. Gegenüber dem britischen Sender Sky News sagte er, es ist ein Verlobungsring. Wann der große Tag stattfinden werde, wollte er aber nicht verraten, ich weiß es nicht. Aber es wird die gleiche Situation wie jetzt sein. Keiner wird davon erfahren. Gerücht Nummer 2, er singt auf Prinz Harrys Hochzeit. Ausgangspunkt für das zweite Gerücht war ein Insider, der dem US-Magazin Us Weekly bestätigt haben soll, dass Prinz Harry höchstpersönlich bei Sheeran angefragt hätte, ob er bei seiner Hochzeit mit Meghan Markle am 19. Mai auf Schloss Windsor auftrete. Weiter angeheizt wurde dieses Gerücht, als Sheeran zu Gast im Buckingham Palast war. Dort wurde er mit einem Verdienstorden, Order of the British Empire, ausgezeichnet. Warum nicht, antwortete er damals einem Reporter, der ihn auf einen möglichen Hochzeitsauftritt angesprochen hatte. Ist dein Papa schuldig? Ein Richter mit Herzvideo Hypermukbar schlürfen für einsame Zuschauer Anahita Ribbein. Die neue Miss Germany 2018 Jill Ofarim, so lebt er mit dem Liebesdrama. Stolze Mama Heidi, Tochter Leni tritt in Mamas Fußstapfen, Stimme erkannt. Jan Delay ist Willi. Tiefe Einblicke bei der goldenen Kamera. Prinzessin Estelle wird 6, strahlend beim Geburtstagsfoto. Bier, Yoga, Besinnung mit Umdrehung. Thomas Müller, der mit dem Pferd stampft, ebenso wie das erste Gerücht, klärte Sheeran die Verwirrung um seine Aussage gegenüber BBC News bei den BRIT Awards auf. So hätten ihn Reporter gefragt, was er denn antworten würde, falls er um einen Auftritt bei der royalen Hochzeit gebeten werden würde. Sheerans Antwort, ja, natürlich. Danach wäre das Gerücht aufgekommen, dass er sicher auftreten würde. Nur habe er eben nicht antworten wollen. Nein, auf keinen Fall. Ich bin nicht gefragt worden, stellte der Sänger klar. Ohnehin steht Ed Sheeran, den Angaben seiner Homepage zufolge, am 19. Mai selbst im irischen Dublin auf der Bühne. Spot on News.